Hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, und ich habe mir gedacht, jetzt machen wir mal wieder ein schönes Orakel. Und heute dachte ich mir, ja, dann nimmst du doch mal deine schönen neuen Kipperkarten her. Die sind von diesem Shiro My Kitty und die sind wirklich wunderschön. Und von daher habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal wieder ein Orakel. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, ja, vermisst er mich gerade? Ja, wie sind denn so seine Gedanken? Wo geht es denn so lang? Also die Frage ist, ja, wenn das irgendwie auseinandergegangen ist und ja, man hört auf einmal nichts mehr von ihm, man weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, wieso er im Rückzug ist oder ist so ein bisschen in der Luft, ja, da stellt sich dann schon manchmal die Frage, ja, vermisst er mich denn gerade überhaupt? Wie sind denn seine Gedanken? Was mich angeht, wird das nochmal was oder kann ich es dann auch eben vergessen? Und ich muss auch dazu sagen, das ist eine Legung fürs Kollektiv, also für alle. Und es ist ganz klar, dass da jetzt nicht jeder damit in Resonanz gehen kann. Ob du damit in Resonanz gehen kannst, das wirst du im Laufe der Readings spüren. Und ja, wenn du auch diese Frage hast, vermisst mich mein Herzensmensch gerade, ja, dann schreib mich gerne an, gehst auf meine Homepage angel-readings.de. Da kannst du entweder direkt ein Reading buchen oder du kannst mich auch per WhatsApp kontaktieren. Meine Nummer ist ja auch dort zu finden. Und dann machen wir die Legung natürlich für dich ganz persönlich nochmal. Ne? So, aber was haben wir denn jetzt hier? Ja, was ist denn mit diesem guten Mann los? Was ist denn hier überhaupt geschehen? Ja, ich habe hier an der Hauptenergie schon mal eigentlich dich liegen an der Stelle. Ja, eine schöne, reiche Frau, also reich an Gefühlen. Ja, ja, reich an Liebe hier, schaut schon schön aus für dich. Das ist vielleicht auch so eine Tendenz, wie diese Legung jetzt gerade laufen wird, wie das ausgehen wird. Also hier schon reich heißt in diesem Kartendeck jetzt nicht immer, dass es um Geld geht, sondern auch reich im Herzen. Ja, also das warst du vielleicht mit dem Mann und vielleicht wirst du es ja auch wieder sein. Das werden wir jetzt gleich im Laufe der Legung sehen. Ich sehe ja hier auch diesen im Herzen reichen Mann oben liegen, also an dieser Stelle in der Mitte. Und ja, was deine Gedanken rund um diese Person angeht, da habe ich jetzt hier zum einen die Verzweiflung. Diese Karte sagt mir, dass hier irgendetwas mächtig schiefgelaufen ist in der Beziehung. Also hier ist irgendjemand traurig, wahrscheinlich bist es du. Jemand wurde enttäuscht, ja, jemand wurde vor den Kopf gestoßen. Also diese Karte sagt mir schon ganz klar, oh je, hier ist viel Traurigkeit im Spiel. Hier hat es jemanden echt erwischt, ist Enttäuschung da. Wahrscheinlich ging es da auch um eine Botschaft, weil hier liegt, wenn ich die Karte kriege, die Karte der besorgniserregenden Botschaft. Also hier in dieser Beziehung kam es mir tatsächlich so vor, als hat jemand eine Nachricht bekommen, vielleicht hat jemand was erfahren, was der andere getan hat, ja, was ihn da so traurig gemacht hat. Und es ging natürlich um den Herzensmann. Ja, also diese ganze Sache ging irgendwie auseinander. Hier hat es einen Knall gegeben, hier ist etwas passiert, also da gab es eine komische Nachricht, hier liegt die Verzweiflung und es dreht sich um diesen jungen, hübschen Mann, der hier liegt. Ja, er hat irgendwie scheinbar ein bisschen Mist gebaut, ja. Das kann natürlich auch der Grund dafür sein, dass er in den Rückzug geht. Ist es ein bisschen das Schamgefühl auch, dass er sich sagt, oh, okay, da ziehe ich mich lieber gleich zurück, bevor ich mich irgendwie hier erklären muss, was ich getan habe. Seine Gedanken, ja, die liegen auch hier an der Stelle, ja, dass er sich darüber schon Gedanken macht, ja, was hier vorgefallen ist. Er hätte wahrscheinlich diese Beziehung ja gerne weitergeführt. Also er ist hier im Prozess des Nachdenkens angelangt, macht sich Gedanken über die Beziehung. Es ist also jetzt nicht so, dass er dich komplett vergessen hat und froh ist, dass er dich von der Backe hat. Nee, also er weiß durchaus, was er hier getan hat. Er liegt hier auch in der Mitte, da ist der Herr, um den es hier geht. Den habe ich erstmal rausgelegt in die Mitte und die anderen Karten alle gemischt.
Und es schaut mir so aus, als hätten wir eine Tendenz zu einer gewissen Trendwende, weil die Gedanken, die er sich darüber gemacht hat, was hier vorgefallen ist, die scheinen schon zu fruchten, weil hier an der Stelle liegt jetzt auch noch die Karte, ja, Erfolg in der Liebe. Also es schaut mir hier so aus, als ob er dich schon vermisst, ja, als ob er an dich denkt und das Ganze irgendwie wieder gerade biegen wollen würde. Ja, also hier die Trendwende, also die Karten sagen mir, dass es sich hier schon zu einem Guten wendet. Und ja, siehe da, an der Stelle haben wir jetzt hier auch noch die Karte der Gentleman liegen. Also es scheint mir ja, als ob er vom bösen Mann, der etwas angestellt hat, hier zum Gentleman geworden ist, weil er wahrscheinlich seinen Denkzettel bekommen hat. Ja, er konnte darüber nachdenken, was vorgefallen ist, darüber nachdenken, was getan wurde. Ja, Männer gehen halt auch gern erstmal in den Rückzug und überlegen dann. Bei Frauen ist es anders, die wollen das alles gleich ausdiskutiert haben. Der Mann, der geht erstmal in den Rückzug, schämt sich vielleicht auch im ersten Moment mal darüber, was er getan hat. Das sehen wir ja hier oben. Da kam etwas raus, darüber hat er sich wirklich Gedanken gemacht und er hat sich hier schon Gedanken darüber gemacht, wie er wieder erfolgreich in der Liebe sein kann mit dir. Und ja, was muss man dafür tun? Dafür muss man erstmal ein Gentleman werden. Ja, also ihr seht ja diesen Herrn da, also ein gesitteter Mann, der weiß, was er will, was er nicht will. Höflich ist er, freundlich ist er, also ein richtiger Gentleman. Scheint, als hätte ja dieser Denkzettel ihn gefruchtet, den er da bekommen hat. Und jetzt ist er eben so in dem Zustand, dass er darüber nachdenkt, ja, ob er vielleicht ja wieder eine Annäherung starten kann. Also hier passt es ganz gut zusammen, dass ja der Grund, weshalb es hier auseinandergegangen ist, ihm schon sehr zu denken gegeben hat. Ja, vielleicht war auch er der Verzweifelte hier, nicht nur du, vielleicht war dir es beide, wenn er im Rückzug ist, scheint er ein bisschen gelitten zu haben. Und hier geht es wieder los. Also da versucht er dir wieder quasi den Hof zu machen. Und wenn ich das sage, dann schauen wir auch gleich die nächste Karte hier an. Ja, das ist nämlich ja der Charmeur, der seiner Geliebten hier so ein bisschen den Hof macht. Ja, also schaut es mir so aus, als würde er dich durchaus vermissen. Es schaut mir hier sogar aus, als würde er ja alles daran setzen, dass er wieder zu dir zurück kann und dass du ihm eben verzeihst. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, wenn jemand im Rückzug ist, sich zurückgezogen hat, dass du dann auch bereit bist zu verzeihen und dass du auch ja bereit bist, ja dich wieder ihm zu öffnen, also wieder Vertrauen zu fassen. Weil wenn man in einer Beziehung mal verletzt worden ist, zurückgestoßen worden ist, vor den Kopf gestoßen worden ist, dann ist es immer nicht ganz so leicht, den Partner, obwohl man ihn liebt, wieder zurückzunehmen. Ja, zu sagen, okay, komm, wir versuchen es nochmal. Ich vergesse jetzt alles, was war. Also das geht in den meisten Fällen nicht. Also oder wenn dann nur sehr schwer. Na? Also das ist die Voraussetzung dafür, dass du dir darüber im Klaren sein musst, dass wenn du diesen Mann wieder zurücknimmst, dass du ja auch schauen musst, dass du ihm das jetzt dann nicht jeden Tag aufs Brot schmierst, was er getan hat, sondern dass du versuchst, einfach wirklich neu anzufangen. Das ist bei solchen Geschichten immer ganz, ganz wichtig. Ich sage es auch ganz oft am Telefon, wenn es um sowas geht. Stell dir erstmal vor, er kommt zurück und stell dir erstmal vor, ihr seid wieder zusammen. Wie gehst du damit um? Ja, wie verdrängst, versteckst oder verarbeitest du das, was passiert ist, was er dir angetan hat? Kannst du damit überhaupt die Beziehung nochmal so führen, wie sie einmal war? Ja, und dann ist manchmal immer erstmal still am Telefon, weil solche Gedanken macht man sich in der Regel erstmal nicht, sondern die macht man sich erst, wenn es dann soweit ist. Ja, also das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber hier in diesem Deck schaut es mir so aus, als könntest du tatsächlich über deinen Schatten springen, weil, also ich will jetzt nicht gleich von Hochzeit reden. Diese Karte der Hochzeit, das ist auch einfach nur, ups, eine Karte der Zusammenkunft. Ja, da kommt man zusammen, da ist man beieinander, also oder man ist wieder zusammen. Also hier in diesem Deck schaut es mir doch tatsächlich schon so aus, als würdet ihr hier ein Revival, eine Reunion feiern, dass ihr am Ende des Tages wieder die schöne reiche Frau und der schöne reiche Herr im Deck seid, dass ihr wieder zusammengefunden habt. Also hier hat die Beziehung oder die Partnerschaft einen richtigen Knicks erlitten. Das sehe ich schon im Deck. Da ist was ganz Übles
alles passiert. Aber er macht sich darüber Gedanken, wie er wieder zurück in die Liebe kommt. Und in diesem Deck scheint es so, als würdest du ihn auch zurücknehmen wollen. Lässt dir den Hof machen, weil er sich ja jetzt benimmt, auch wie ein Gentleman. Und am Ende hier ja die Zusammenkunft wieder im Deck liegt. Also es ist ein schönes Reading geworden, ein schönes Orakel. Frage, vermisst er mich? Ja, er will mehr. Ja, da kommt wieder was zusammen. Also von daher sehr, sehr schöne Legung, sehr, sehr schöne Deutung. Und ja, du wirst jetzt merken, ob du damit in Resonanz gegangen bist oder nicht. Wenn nicht, schreib mich gerne an oder geh auf meine Homepage angel-readings.de. Da stelle ich mich auch selbst vor, da stelle ich meine ganzen Legungen vor, da gibt es Videos, da gibt es Readings zum Buchen, da gibt es Sachen über mich selbst, an alles Mögliche. Also schaut gern mal vorbei. Und genau, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und vor allem, wenn euch diese wunderschönen Kipperkarten gefallen, dann zeigt es mir mit einem Daumen rauf, weil ich finde diese Karten wirklich wunderschön. Und ja, von daher würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video.